Es ist gut wichtig, dass Sie gut anstritten. Wenn Sie auch etwas von der Farbe schon sehen, ist überhaupt gleich. So, wie Sie sehen, was ich gemacht habe. Ich habe das gebrochene Weiß drauf gemacht. Ich habe schon etwas von der Farbe von Base. Das macht schon das Antikeffekt und das hilft uns, wenn wir schliffen, dass es schneller geht. Und jetzt machen wir es trockener. Das haben wir dann trockener gemacht und jetzt schließen wir. Ist eine ganz leichte Schließe, weil dann nehmen nicht so viel Male weg. Was sehr wichtig ist, dass sie die Ecken schließen. Wie Sie sehen, es kommt schon raus. Das Weiße geht schon weg. Und es ist wichtig, dass Sie auch immer in gleiche Richtung schliffen. Sehen Sie? Und das wird dann auch dann die Antike. Und das geht natürlich auch, wie das möchte. Wenn Sie es schön finden, noch mehr alt, dann können Sie bleiben schließen. Ah, was ich noch nicht gesagt habe, und es ist wichtig, dass die gebrochene Weiß, was wir drauf gemacht haben, ist eine acrylnormale Male, ist nicht die Child Paint. Weil wir das damit machen, dann geht es nicht gut, wenn man schließt. Und es geht nicht weg. Na, so haben wir das dann fertig. Für mich ist es schon fertig. Es gefällt mir sehr, so wie es ist, was ich die Antikzeichen gemacht habe. Also jetzt müssen wir das beschützen und machen wir einen Satinlack anschritten. Das ist auf eine Wasserbasis, ein bisschen Glanz, nicht viel. Von diesem Schnitt nehmen wir zweimal Anschritten, um gut zu schützen, sodass wir später, wir können dann das sauber machen auf normale Weise und da wir dann keine Probleme bekommen, dass die Mehle weggeht. Zwei Anschritten haben wir schon gemacht. Jetzt trocknen wir es, die Arbeit zu enden. So haben wir die Kiste fertig und das ist unser Endschluss von dieser antiken Arbeit. Erinnern Sie sich, dass Sie können auf jede Sache machen mit dieser Malen. Und bitte kommen Sie auf unser nächstes Programm, weil da machen wir unsere Transfertechnik auf. Hoffentlich finden Sie es schön.